Wer bist du? Mein Name ist Tom Hensinger. Ich bin Präsident des Forschungsinstituts IST Austria. Ich bin auch Informatiker. Wann hattest du den ersten Computer und was hast du darauf gemacht? Mein erster Computer war ein Atari 400, einer der ersten Heim-PCs. Das war 1980. Ich war in der 8. Klasse Gymnasium. Ich habe darauf vor allem meine eigenen Videospiele entworfen und programmiert. Ich kann mich zum Beispiel noch genauer an ein Spiel erinnern, wo man am Bildschirm unten in der Mitte zwei Skispitzen gesehen hat und es sind rote und blaue Striche Slalomstangen aus der Ferne dem Spieler entgegengekommen und mit dem Joystick musste man die richtig umfahren. Kann ein Computer wie ein Mensch denken? Ein Computer denkt nicht, sondern ein Computer ist eine Maschine, der einfache Befehle, die man ihm gibt, ausführt. Zum Beispiel kann ein Computer einen roten Punkt oder einen roten Strich auf dem Bildschirm malen. Die erstaunliche Leistung eines Computers kommt daher, dass er sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Befehle ausführen kann. Zum Beispiel den ganzen Bildschirm zu füllen, sodass es ein Bild ergibt und das Ganze 60 Mal pro Sekunde, sodass es wie ein Film ausschaut. Warum hast du dich für Informatik entschieden? Was mich an der Informatik am meisten fasziniert, ist, dass man als Informatiker seine eigenen Welten baut, nach Gesetzen, die man selber entwirft. Zum Beispiel ein Softwareentwickler, der Snapchat oder einen Flugsimulator programmiert, der schafft eine Welt. Diese virtuellen Welten verhalten sich nach den Gesetzen, die der Informatiker entwirft. So kann sich ein Flugsimulator nach den physikalischen Gesetzen unseres Universums verhalten, aber genauso gut nach frei erfundenen Gesetzen eines Paralleluniversums. Wie kann ich Informatiker werden? Unbedingt coden, also programmieren. Die Benutzung von digitalen Geräten oder Software-Apps ist nicht Informatik. Ein berühmter Informatiker hat einmal gesagt, der Gegenstand der Informatik ist nicht der Computer, genauso wenig wie der Gegenstand der Astronomie das Teleskop ist. Computer sind nur Werkzeuge, um Code zum Leben zu bringen. Code, das ist auch ein Spruch, der nicht von mir stammt, aber den ich sehr schön finde, Code ist das neue Latein. Code ist logisch, Code ist universell, er kann von allen Menschen verstanden werden. Code ist präzise, Code ist kreativ. Guter Code ist effizient und elegant und kann auch sehr schön sein. Ein Programm zum Laufen zu bringen, ist immer ein kleines Erfolgserlebnis. Und Programmieren kann auch eine soziale Aktivität sein. So ist das Coden bei Paaren sehr effektiv. Einer schaut auf die Fehler des anderen. Was ich mir wirklich wünsche, ist mehr Mädchen in der Informatik. Das sage ich auch als Vater dreier Töchter.